Wir haben jetzt gerade Serie gegen Bern im Viertelfinal und nächsten Freitag starten wir in die Halbfinalserie gegen Zürich. Ich bin Andreas Götz, bin Head Coach von der U17 Elite Junioren und bin jetzt das zweite Jahr Head Coach. Es war eine sehr enge Serie, was sehr gut war, glaube ich. Gutes Hockey auf beiden Seiten. Wir haben 1-0 vorlegen. Nachher haben wir ein bisschen den Faden verloren, spielerisch. Bern hat sehr solid gespielt und wir haben auch ein paar Angeschlagene gehabt, haben aber spielerisch, glaube ich, wieder unser Elan gefunden und so die Serie können kehren. Die erste Priorität ist sicher mal, dass wir wieder gesund werden. Darum haben wir jetzt auch heute und morgen freigegeben. Wir werden Mittwoch, Donnerstag wieder trainieren. Sicher ein, zwei Inputs geben zu Zürich. Aber schlussendlich müssen wir uns auf unser Spiel konzentrieren. Ja, wir haben gegen Zürich einen schlechten Start in der Meisterschaft. Und auch dort haben wir noch ein Mittel gefunden, um sie zu schlagen. Wie gesagt, sehr, sehr technisch gut, gute Spieler. Und werden sicher sehr hart kommen. Darum auch dort rechne ich mit engem Spiel und enger Serie. Wir sind dieses Jahr tendenziell eher eine jüngere Mannschaft. Insofern ist es eine Herausforderung, weil sie vielleicht die Erfahrung noch nicht so mit haben, was jetzt aber im Viertelfinale sehr geholfen hat, so eine Serie. Dort sind wir auch als Mannschaft noch mal zusammengerückt. Und das hilft sicher, aber ich denke dort eben, wie gesagt, wir sind eine Junge und die Erfahrung spielt sicher auch eine Rolle in so einer Serie. Ich freue mich auf diese Serie, gerade auch die National League, die gegen Zürich spielt und wir gegen Zürich, die U20, die auch noch im Halbfinale steht. Und ich hoffe, wir können alle erfolgreich in die nächste Serie einziehen. Und ja, so, hopp Biel.